Und das dritte Duell. Suche nach Schatten, Teil 3. Yuma? Ray? Ray, geht es dir gut? Ja, mir geht es mehr als nur gut. Ray, was ist los mit dir? Na, nichts ist los, Yuma. Gar nichts. Los, Barian Battlemorph! Was? Vector! Du hast dich als Ray verkleidet? Was hast du mit dem echten Ray gemacht, Vector? Dem echten Ray? Verstehst du es etwa immer noch nicht? Ich bin Vector und ich bin auch dein kleiner Freund Ray. Der Vector, mit dem du dich duelliert hast, das war mein Klon. Die ganze Zeit über habe ich, der wahre Vector, oh yeah, die Form deines guten Freundes Ray Shadows angenommen. Ah ja. Jedes Mal, wenn ich Vector höre, denke ich an, oh yeah. Wenn ihr das nicht kennt, ja, guckt euch Ich einfach unverbesserlich an, den ersten Teil. Despicable Me. Das war doch im ersten, oder? Mit dem Vector? Ja, das war im ersten. Oh yeah! Fuck, ich kenne die Karten alle nicht. Gogo Gogo Golem kenne ich, aber den Rest. Gut, war Boko auch. Da hört es aber schon auf, ey. Was ist das denn für ein Ding? Wenn diese Karte als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Schattenhorrormonster wählen, das du kontrollierst oder das in deinem Friedhof liegt. Außer dieser Karte. Die Stufe dieser Karte wird dieselbe wie die derzeitige Stufe des Monsters. Wenn diese Karte in Angriffsposition durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird und am Beginn des Damage Steps in offener Angriffsposition lag, zerstöre das Monster, das diese Karte zerstört hat. Scheiße. Okay. Okay. Da müssen wir schauen, dass wir opfern können oder wollen. Kann Waboku das Zerstören verhindern? Ich glaube nicht, ne? Weil es nicht Kampfschaden ist, sondern einfach nur zerstört. Der Jackson 92 is now following. Willkommen bei den Dösköppen. Wir platzieren mal das Waboku. Rangsteigerungsmagie, Barians kleine Kraft. Diese Karte wird immer als eine Rangsteigerungszauberkarte behandelt. Wähle ein XYZ-Monster des Rangs 4, das du kontrollierst. Beschwöre ein Nummer C-Monster mit einem um einen höheren Rang als das Monster, das du kontrollierst, als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck, indem du es als XYZ-Material verwendest. Was? Was habe ich denn für C-Dinger? Ach hier, C39. Aha, also wenn ich ein 4-Sterne-Dingsbums draußen habe, den heroischen Champion oder Utopia, dann kann ich das mit der Karte quasi in eine C39 Utopia-Strahl-Sieg verwandeln. Oder, nee, den nicht, der hat kein C dran. Okay. Oder in Utopia Strahl 5 geht auch. Eieiei. Wähle ein offenes XYZ-Monster, das du kontrollierst. Beschwöre ein Nummer C-Monster mit dem. War das nicht gerade? Beschwöre ein Nummer C-Monster mit demselben Typ wie das Monster, das du kontrollierst, aber einem um einen höheren Rang als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck. Ist doch das gleiche, oder? Um einen höheren Rang. Ich glaube, das ist genau der gleiche Effekt, oder? Also das muss ein Rang 4er sein. Und hier muss es kein Rang 4er sein. Aber für uns, weil wir ja nur bei dem 5er hier ein C haben, ist es der gleiche Effekt quasi. Es ist ein Rang 4er zu einem Rang 5er. Weil wir haben nichts Höheres als Rang 5. Genau die gleiche Karte. Sinnlos.
Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Utopia-Monster in deinem Friedhof wählen, habe ich nichts. Beschwöre es als Spezialbeschwörung. Du kannst ein Nummern C39 Utopia-Strahl 5 wählen. Rüste, was? Die du kontrollierst, rüste das gewählte Ziel mit diesem Monster aus, das du kontrollierst. Einmal pro Spielzug, solange diese Karte ein Monster ausrüstet, du kannst ein Abhängen, annulliere Effekt von ausgerüstet. Ich blick hier nicht mehr durch, Alter. Es ist zu viel Text. Es ist zu viel Text. Falls es im Friedhof ist, kannst du ein Utopia wählen, das du kontrollierst. Hänge diese Karte vom Friedhof als Material daran. Du kannst den Effekt von X-Agent nur einmal pro Duell verwenden. Einmal pro Spielzug kann diese Karte in Verteidigungsposition nicht durch Kampf zerstört werden. Du, ganz ehrlich. Ich glaube, der smarteste Move in dieser Runde ist einfach, mit den Agenten zu spielen, mit dem Agenten das Ding platt zu machen und dann stirbt halt der Agent. Statt dass ich jetzt was Starkes opfere, opfere ich den Agenten, der auch noch aus dem Friedhof was bewirken kann. Später zumindest. Ja. Würde ich jetzt so machen. Das stört mich gerade, dass ich zweimal effektiv die gleiche Karte auf der Hand habe, die mir gerade überhaupt nichts bringt. Könnte sein, dass wir das DL schon wieder neu starten müssen. Na, mal gucken. Ich will nur lesen, was das hier macht. Du kannst die Attack dieser Karte zu 0 machen. Und falls du dies tust, beschwöre ein Schattenhorrormonster mit 0 Attack als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Wenn er das macht und dann eine Fusion. Hoffen wir mal, er macht's nicht. Okay. Was ist das denn für ein Ding? 2 Sterne, wirklich? Oder Stufe 2? Während des Spielzugs deines Gegners, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. In diesem Spielzug wird aller Effektschaden, den du erhältst, zu 0. Alles nicht so toll. Wie viele brauche ich für Utopia? 2, ne? Wenn alles so aufgeht, wie ich es mir vorstelle, dann habe ich nächste Runde Utopia draußen und kann es dann gleich in die 5-Sterne-Version verwandeln. Ich weiß noch nicht in welches, muss ich dann nochmal die Kartentexte lesen. Was ist das? Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen werden. Falls du ein Monster Stufe 5 oder höher kontrollierst, wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Monster mit 0 Def von deinem Friedhof wählen. Beschwöre das gewählte Ziel Spezialbeschwörung. Wie hat er das beschworen? Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen werden. Falls du ein Monster Stufe 5 oder höher kontrollierst. Ah, okay. Okay. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Monster mit 0 Defense in deinem Friedhof, fuck, er kann das wiederbeleben, mit 0 Defense in deinem Friedhof wählen, beschwöre das gewählte Ziel Spezialbeschwörung.
Seine Effekte werden annulliert. Du kannst während des Spielzugs keine anderen Monster Spezialbeschwörung beschwören, außer vom Extra-Deck. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Er möchte angreifen. Wir aktivieren Waboku und schützen uns damit. Nein, nicht die scheiß Schwerter. Gaga-Magier. Du kannst eine Stufe von 1 bis 8 benennen. Jojojo. Du kannst nur einen Gaga-Magier kontrollieren. Gibt es hier einen dabei, der eventuell Zauber- und Fallenkarten zerstören kann? Was? Falls diese Karte angreift, kann dein Gegner bis zum Ende des Damage-Steps keine Zauber- oder Fallenkarten aktivieren. Falls diese Karte ein Utopia-Monster als Ziel hat, erhält sie diesen Effekt. Nee, wird es aber nicht haben. Was ist mit dem hier? Strahl? Wenn diese Karte, die ihrem Besitzer gehört, durch eine Karte eines Gegners oder durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört wird, kannst du ein XYZ-Monster in deinem Friedhof wählen. Lege das gewählte Ziel ins Extra-Deck zurück. Falls diese Karte ein Utopia-Monster als Ziel wählt, erhält sie diesen Effekt. Das ist alles irrelevant. Fuck, ich brauche irgendwie einen Effekt, um Zauberkarten zu zerstören. Ich habe aber keinen Effekt dafür. Blöd. Das ist echt blöd. Aber das könnte man damit ausrüsten. Das ist nice. Ich kann das auf mein Utopia hängen. Dann aktivieren. Ich kann ein Material abhängen. Das annulliert dann alle Effekte von meinem Monster. Das ist aber nicht so schlimm. Zerstört alle gegnerischen Monster. Und macht ihm auch noch Schaden. Das ist interessant. Also wir fangen mal an. Lege dich raus. Jetzt rufen wir Utopia. Oder was macht denn der Cowboy? Nee. Die Zauberkarten zerstören. Hab aber leider keinen Effekt dafür. Ärgerlich. Ja, der hat eine Animation. Das ist so quasi seine Standardkarte ist, ne? So, und jetzt brauche ich Nummer C, Utopia-Strahl 5. Was kann ich denn hier machen? Den normalen Utopia-Strahl. Was kann der? Erhält Attack. Nein. Ich würde jetzt das Ding aktivieren. Was brauchen wir? Wir brauchen Utopia 3-5 für diesen Effekt. Ja, der wäre stärker, ne? Aber ich glaube, hier nutzen wir den Effekt. Sorry, dass ich so langsam spiele, ne? Aber ich muss mir alles durchlesen und ich
keine Ahnung, was das für Karten sind und so weiter, ne? Oh, der hat eine Animation. Nice. Und nächste Runde können wir den dann da drauf hängen. Was kann der denn diese Runde aktivieren? Was? Falls diese Karte ein Utopia-Monster als Material hat, erhält sie diesen Effekt einmal pro Spielzug. Kannst du ein Material abhängen? Ein gegnerisches Monster wählen, zerstören das Monster und Schaden in Höhe der Attack des Monsters zufügen. Würde ich eigentlich schon gern machen, damit er nicht dazu kommt, was zu fusionieren. Ich kann ja leider nie angreifen. Hab ich den anderen falsch gelesen? Material hast. Ich habe immer als Ziel hast gelesen. Okay. Machen wir aktivieren. Wir hängen den Golem ab. Und zerstören den da. Und er bekommt auch noch Schaden für. Und wir behalten Dominanz auf dem Feld, ne? Dass er weniger Karten hat als wir auf dem Feld. Ja. Warum macht er das? Hä? Hä? Kann der das einfach so machen? Mich angreifen und dadurch sterbe ich? Ich weiß gar nicht, was der Effekt ist. Was kann ich denn jetzt machen? Was ist denn der Effekt? Du musst mir sagen, was der Effekt ist. Fuck. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich glaube, die gehen ins Extra-Deck zurück, ne? Lass Utopia im Friedhof, da bringt's mir was. Aber den Strahl schicke ich zurück. Genau so war das. Wenn ein offenes XYZ-Monster, das du kontrollierst, als Ziel für einen Angriff gewählt wirst, wähle eins vom Friedhof, lege das offene Angriffsziel ins Extra-Deck zurück, dann beschwöre das Ziel dieser Karte als Spezialbeschwörung vom Friedhof und falls du dies tust, hänge diese Karte als Material daran. Okay. Ich hätte doch den anderen. Ich hätte doch den zurückpacken sollen. Scheiße. Hätte ich jetzt den gespielt. Wenn ich den jetzt spiele, hätte ich den Nummern C Utopia rufen können. Jo, bis später, Xela. Der zählt doch auch als Utopia, oder? Weiß nicht. Zählt der als ein Utopia-Monster? Theoretisch schon, ne? Ah, blöde Kacke. Ach doch, warte mal, ich kann den zurückrufen. Achtung. Ich kann den jetzt rufen. Und mit der Zauberkarte den in den anderen verwandeln. Wieder in den mit Strahl. No?
Und jetzt? Kann ich den sogar noch hier dranhängen? Du kannst ein Material vom ausgerüsteten Monster abhängen. Annulliere die Effekte des ausgerüsteten Monsters. Weißt du, es tut, zerstöre alle Monster, die dein Gegner kontrolliert. Wollen wir das machen, oder? Nee, wir wollen es dranhängen, damit wir es wieder abhängen können für seinen anderen Effekt. Genau. So machen wir das. Wir hängen das hier dran. Geht das nicht? Aus irgendeinem Grund geht das nicht. Ich weiß gerade nicht, warum es nicht geht. Ich weiß gerade nicht, warum es nicht geht. Hä? Aus irgendeinem Grund geht das nicht. Was ist hier los? Warum kann ich hier was aktivieren? Weil sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, kannst du ein Atropia-Monster wählen, das du kontrollierst. Hänge diese Karte vom Friedhof als Material daran. Nur einmal punktuell. Ja, machen wir das mal. Das ist ein extra Material. Okay. Angreifen kann ich leider noch nicht. Oder kann ich das? Wir haben aus irgendeinem Grund, ich weiß gerade nicht genau was, irgendwas hat Effekte annulliert. Irgendwas hat die Schwerter annulliert. Ich habe das gerade nicht mitbekommen, was das war. Aber aus irgendeinem Grund haben wir gewonnen. Ja, Mensch, die ersten drei Duelle heute eigentlich ganz easy, in Anführungsstrichen. Ich will es nicht heraufbeschwören. Wahrscheinlich wird ab jetzt wieder Kacke. Die Barianer wurden besiegt, aber Sargasso begann in sich zusammenzustürzen. Dieses Ödland bricht in sich zusammen. Misar, wir müssen hier weg. Willst du für immer in diesem Ödland festsitzen? Du glaubst, du hättest gewonnen, aber da liegst du falsch. Die Barianer entkamen, während Yuma und seine Freunde von Sargasso zurück zur Erde flohen. Genau.